Und wir können uns dem Tagesordnungspunkt 10 schon widmen in dieser Sitzungswoche. Verlängerung des Investitionsprogramms für Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, muss man noch hinzufügen. Hintergrund ist ja ein Gesetz, das in der letzten Legislaturperiode verabschiedet worden ist, in dem es um die ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter geht. Das dann gelten soll für alle Kinder in diesem Grundschulalter ab 2026. Aber dafür muss natürlich Infrastruktur geschaffen werden. Und um das voranzutreiben, also gibt es das Investitionsprogramm, das um ein weiteres Jahr verlängert werden soll, damit dann auch tatsächlich dieser Rechtsanspruch auch umgesetzt werden kann. Erste Rednerin ist Ekin Deligöz aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die neue Koalition bringt heute eine gesetzliche Änderung zur Regelung der Ganztagsfinanzierung ein. Damit schaffen wir Klarheit über und vereinfachen die Investitionen in Schulkindbetreuung in zwei Punkten. Der erste Punkt ist, dass die Beschleunigungsmittel in Höhe von 750 Millionen Euro in diesem Jahr verlängert werden um ein Jahr. Denn es hat sich gezeigt, dass diese Gelder nicht so abfließen konnten, wie es eigentlich geplant war. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Lieferengpässe in der Bauwirtschaft, Planungsengpässe an Handwerk, Folgen Hochwasser, Pandemie. All diese Gründe lagen vor. Wir als Ampelparteien haben bereits in der letzten Sitzungswoche diesen Schritt angekündigt. Heute setzen Sie das um. Und bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle noch meinen ganz herzlichen Dank an meinen Kollegen Sönke Rix und an Herrn Seestern Pauli. Wir drei haben das verhandelt. Vielen herzlichen Dank auch für diese gute Zusammenarbeit gleich von Anfang an. Jetzt wird eine Partei, nämlich die CDU-CSU-Fraktion, sagen, na, wir haben es doch vor Ihnen noch eingebracht. Wissen Sie was? Wir hätten ja gar nicht so schnell handeln müssen, hätten Sie die handwerklichen Fehler erst gar nicht gemacht. Ihnen haben wir es zu verdanken, dass wir so schnell agieren müssten. Sie wussten nämlich, als es damals verabschiedet wurde, dass es diese Probleme gibt. Ihnen ging es gar nicht um die Unterstützung der Kommunen. Womöglich ging es Ihnen auch gar nicht um die Ganztagsschulen. Sie wollten einfach ein Konjunkturmittel auf den Weg bringen, so schnell wie möglich. Und Symbolik hatte bei Ihnen Vorrang. Und deshalb haben Sie diese Fehler gemacht. Und diese Fehler korrigieren wir. Das ist unser Job. Aber ich habe in meiner Rede auch angekündigt, dass es nicht nur darum geht, sondern dass es um ein ganzheitliches Denken geht, dass es darum geht, Fortschritt voranzubringen, dass es darum geht, die Kommunen zu unterstützen, die Länder, aber auch die besten Bildungseinrichtungen für unsere Kinder in diesem Land zu schaffen. Deshalb gehen wir noch einen zweiten Schritt, nämlich wir sorgen dafür, dass nicht nur diese Mittel, sondern die gesamten Ganztagsmittel von allen in Anspruch genommen werden können, unbürokratisch und einfach auch abfließen können. Und deshalb machen wir das Ganze viel einfacher, viel unkomplizierter, viel unbürokratischer. Und wir überführen die Bonusmittel in die Basismittel hinein, sodass die Inanspruchnahme auch erfolgen kann. Und das nenne ich ganzheitliches Denken und Handeln. Und es ist auch wichtig und es ist richtig, dass wir das so machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir haben gemeinsam ein Bekenntnis gegeben für eine Ganztagsschule. Wir haben das im Bundesrat verhandelt, das Ergebnis ist da und jetzt geht es nicht Bund gegen Länder, Länder gegen Kommunen oder wie auch immer, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam dieses Ziel entschlossen und ehrgeizig verfolgen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann ich Ihnen auch sagen. Wir werden bei diesem einen Punkt nicht stehen bleiben. Wir haben uns wirklich vorgenommen, die besten Bildungseinrichtungen in diesem Land zu fördern. Und deshalb können Sie in unserem Koalitionsvertrag auch nachlesen. Wir setzen nicht nur auf Quantität, wir setzen nicht nur auf Investitionen, wir setzen auch auf Qualität, weil auch das gehört zu den besten Bildungseinrichtungen. Wir werden das gute Kita-Gesetz nicht nur verlängern, sondern wir werden es überführen in ein Betreuungsqualitätsgesetz, wo es darum ankommt, die besten Kindergärten für unsere Kinder zu schaffen. Um bessere Startchancen für unsere Kinder und Jugendliche zu schaffen, werden wir auch Schulsozialarbeit erweitern in den Schulen. Die Schulkinderbetreuung wird ergänzt über ein Investitionsprogramm, wo Digitalisierung, moderne Schulen, klimagerechte Bauten, Barrierefreiheit mit nicht nur gedacht, sondern umgesetzt werden. Und auch die
die Schulkinderbetreuung. Auch die Schulkinderbetreuung wird von diesem Land gefördert werden in Richtung Qualitätsrahmen in der Bildung in einer Ganztagsschuleinrichtung. Das gehört zu den Vorhaben auch des Bildungsministeriums. Sie sehen, unsere Ziele sind wahnsinnig hoch in diesem Bereich. Das ist auch richtig. Das ist auch wichtig in diesem Land. Und es ist übrigens auch unumgänglich, dass wir noch ein sehr, sehr wichtiges Thema rausholen. Das ist der Bereich der Fachkräftesicherung. Hier brauchen wir einen großen Kraftakt, mehr als eine Symbolik, das Handeln einer entschlossenen Regierung, damit wir die Menschen davon überzeugen können, dass dieses Berufsbild nicht nur attraktiv ist, sondern auch wichtig für unsere Gesellschaft. Diese Regierung wird aber noch weitergehen. Wir packen an, Kinderarmut zu bekämpfen. Wir wollen nicht, dass jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Wir wollen Alleinerziehende nicht im Stich lassen. Wir haben so vieles vor, um diese Gesellschaft umzubauen. Die CDU und CSU, sie zumindest, finden erstmal die Fristverlängerung richtig. Das finde ich ehrlich gesagt gut. Ich bin gespannt, ob sie auch dementsprechend abstimmen werden. Uns reicht es nicht. Das ist erst der Anfang. Alles andere sind unsere Hausaufgaben, die wir in den kommenden Zeit umsetzen werden. Bereits in den ersten 100 Tagen werden Sie schon einiges hier vorne mitbekommen. Und dann wird es darauf ankommen, ob es Ihnen tatsächlich auch um Kinder und Jugendliche in diesem Land geht, ob Sie uns auch darin unterstützen werden, dieses Land voranzubringen, ob Sie uns darin unterstützen werden, dieses Land gerechter zu machen. Und dann wird sich nämlich auch abzeichnen, ob es Ihnen um Kinder geht, nämlich spätestens dann, wenn wir nicht nur im Bundestag, sondern auch im Bundesrat darüber entscheiden werden. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ekin Deligöz war das. Seit gestern ist sie parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium von Anne Spiegel. Viele neue Namen, viele neue Funktionen, die wir in den nächsten Tagen hier lernen müssen. Diesen Namen, der jetzt kommt, kennen wir schon. Nadine Schön war stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der Unionsfraktion und wird wahrscheinlich am Montag auch wieder bestätigt in diesem Amt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Koalition schlägt heute vor, dass wir die Fristen für die Kommunen zum Abruf der Mittel für den Ganztagsausbau verlängern, und zwar um ein Jahr bis Ende nächsten Jahres. Gut so. Super Initiative, denn das schafft Planungssicherheit für Kommunen, und das trägt dazu bei, dass wir den Rechtsanspruch auf einen Nachmittagsplatz, den wir gemeinsam beschlossen haben, auch realisieren können. Und das ist richtig und das ist gut. Aber warum erst jetzt? Bereits vor 4 Wochen, am 10. November, haben wir als Unionsfraktion genau das hier im Plenum beantragt, und Sie haben nicht zugestimmt. Eine Woche später, am 16. November, haben wir hier von der Unionsfraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem genau das drin stand. Sie haben nicht zugestimmt. Und jetzt kommen Sie 4 Wochen später mit genau dem Gleichen, mit dem einzigen Unterschied, dass oben drüber steht Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen. Da frage ich, ist das wirklich Politik für Familien? Ist das Politik für Kommunen in unserem Land, dass Sie hier parteipolitische Egoismen über die Sache stellen? Ich finde es nicht gut. Hätten Sie unserem Antrag vor 4 Wochen zugestimmt, dann wäre in vielen Kommunen Planungssicherheit gewesen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob eine Kommune am 11. November weiß, dass sie die Mittel noch im nächsten Jahr abrechnen kann, oder erst Mitte Dezember. Da ist doch das Kind längst in den Brunnen gefallen in vielen Kommunen. Da haben Kommunen schon dem Bauträger gesagt, dass sie nicht mehr weiterbauen können, weil die Mittel nicht mehr abzurechnen sind. Und selbst wenn sie es doch mal rückgängig machen, die Arbeit, die Mühe, den Aufwand, den hätten sie den Kommunen doch ersparen können. Und das nur aus parteipolitischem Kalkül, das kann ich nicht verstehen. Das ist absolut unverständlich. Hätten Sie vor 4 Wochen zugestimmt, die Kommunen hätten Planungssicherheit gehabt, die Baumaßnahmen wären weitergegangen und es wäre eine bessere Lösung gewesen. Und jetzt sagen Sie, Frau Deligöz, das ist, weil die Union das irgendwie falsch aufgesetzt hat. Ich kann Ihnen sagen, schon als wir das Paket damals geschnürt haben im Rahmen des Konjunkturpakets, hatten wir als Union, als Familienpolitiker gesagt,
es wäre besser, wenn die Fristen länger laufen würden. Und der Bundesfinanzminister hat darauf bestanden, dass wir genau diese Fristen einsetzen, weil er gesagt hat, es ist ein Konjunkturpaket. Und im Sommer diesen Jahres haben wir gesagt, wir müssen Bonusmittel und Basismittel zusammenlegen in einen Korntopf. Das hat der Bundesfinanzminister abgelehnt. Also wenn Sie hier Fingerpointing betreiben wollen, liebe Frau Delicus, dann zeigen Sie wenigstens auf den Richtigen, dann zeigen Sie auf Ihren Kanzler und beschuldigen Sie jetzt nicht die Falschen mit... Ja, wenn er nicht da ist, ist es nicht meine Schuld, es ist nicht unser Kanzler. Planungssicherheit für Kommunen und ein verlässlicher Ausbaupfad für die Familien und Kinder in unserem Land, das ist uns als Union wichtig. Und wir werden Gesetzentwürfe nicht danach bewerten, von wem sie kommen, sondern was drinsteht. Heute steht das Richtige drin, deshalb werden wir zustimmen. Schade, dass es erst 4 Wochen zu spät kommt. Nadine Schön, auch mit einem Beispiel für konstruktive Opposition, nicht einverstanden mit der Zeitverzögerung, die dieser Gesetzentwurf jetzt seinen Weg nimmt, aber inhaltlich einverstanden und deshalb Zustimmung, wenn es soweit ist. Und jetzt ist Sönke Rix auf dem Weg ans Pult für die SPD-Fraktion. Er wird heute sogar, möglicherweise wahrscheinlich zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Liebe Kollegin Nadine Schön, es steht ja ein bisschen mehr drin in dem jetzigen Antrag als in dem Antrag der Union von letzter Sitzungswoche. Und ich finde, das gehört dann auch zur Fairness dazu, das mit zu erwähnen und dann auch klarzumachen, okay, und das ist vielleicht auch eine Anerkennung, deshalb freue ich mich über die Zustimmung, die signalisiert worden ist, aber auch eine Anerkennung zu sehen, die jetzige Ampelkoalition will sogar noch mehr Bürokratieabbau und noch mehr Möglichkeiten schaffen, dass die Förderung tatsächlich vor Ort und das Geld vor Ort auch tatsächlich ankommt. Das haben wir nämlich noch zusätzlich da drin. Und deshalb gibt es einen eigenen Antrag, liebe Kollegin Schön. Wir können mit dem schwarzen Peterspiel ja wirklich jetzt die ganze Zeit so weitermachen. Und wie gesagt, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei der Ampelkoalition, dass wir diesen Antrag jetzt auf den Weg gebracht haben. Ich bedanke mich aber auch bei der Union, dass da die Einsicht gekommen ist. Denn sind wir doch einfach mal selbstkritisch. Wir haben es auch als Große Koalition damals in unserem Gesetzentwurf nicht so gehabt. Und da gibt es nicht eine einzelne Verantwortung von einem einzelnen Finanzminister oder einer einzelnen Bundeskanzlerin. Wir haben es als Parlament so beschlossen. Und nun haben wir diesen Fehler eingesehen. Jetzt haben wir erkannt, die Kommunen brauchen längere Planungssicherheit. Und die geben wir ihnen. Und das ist gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass es einen großen Konsens darüber gibt, dass Ganztagsbetreuung an Grundschulen eine wichtige Maßnahme ist, das ist ja auch etwas Positives. Das war ja auch nicht immer so in diesem Hause, sondern wir wissen eben ganz genau, dass wir diese Förderung brauchen. Wir wissen ganz genau, wie wichtig es ist, nicht nur für die Familien, dass ihre Kinder auch länger als die typische Schulzeit in der Schule gut betreut, aber auch gut gefördert wird, sondern auch für die Kinder selbst. Wir schaffen nämlich da auch Möglichkeiten zur Förderung, Möglichkeiten für Räume, damit sie sich treffen können, für Begegnung. Und wir wissen genau, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, wie wichtig so etwas ist. Und deshalb ist es gut so, dass wir hier dieses Geld zur Verfügung stellen, weit mehr als die 750 Millionen, sondern sehr, 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 sehr viel Geld zur Verfügung stellen, damit die Kommunen und die Länder ihren Aufgaben da nachkommen können und diese Ganztagsförderung ausbauen können. Ein Stück weit ist aber auch Förderung von Ganztagsbetreuung auch immer eine präventive Arbeit, eine Präventionsarbeit. Denn wir werden gerade für Kinder Möglichkeiten schaffen, eine Förderung oder beziehungsweise auch Möglichkeiten schaffen, damit sie sich entwickeln können, positiv entwickeln können. Weil es ist eben keine einfache, ich sage jetzt mal, aufpassen auf die Kinder, damit sie eben zwischen der Schulzeit und der Zeit zu Hause noch jemanden haben, der auf sie aufpasst, sondern eine Förderung. Und wir wissen, dass es eine Prävention ist, auch vor Armut. Denn Bildungschancen bedeutet auch Prävention von Armut. Und eine vernünftige Ganztagsbetreuung, und das ist ja auch überwiegend Konsens hier in diesem Haus, ist eine vernünftige Situation. Und deshalb ist es gut angelegtes Geld. Es ist gut, dass wir jetzt dafür sorgen, dass es unbürokratischer auch an die Länder und Kommunen ausgezahlt werden kann. Und ich finde, da können wir dann auch mit großer Mehrheit heute diesen Gesetzentwurf auf den Weg bringen. Vielen Dank.
Sönke Rix für die SPD-Fraktion. Und weil ich gerade ein bisschen so durcheinander das geschildert habe, heute wird der Fraktionsvorstand der SPD-Fraktion gewählt. Man kommt in diesen Tagen ein klein wenig durcheinander, weil doch die Wahlen an verschiedenen Tagen stattfinden, teilweise auch an ungewohnten Tagen, wie beispielsweise bei der Union am kommenden Nächster Montag. Dann ist ein Teil schon gewählt von Fraktionsvorständen. Also sehen Sie es uns ein klein wenig nach. Wir sind wahrscheinlich bald wieder in der Spur. Nächster Redner sollte sein Martin Reichert für die AfD-Fraktion. Der sitzt übrigens oben auf einer Tribüne, wo die Abgeordneten sind, die über ihren Gesundheitsstatus und Impfstatus keine Auskunft geben wollen. Menschen ausgegrenzt und diffamiert werden. Zu diesen Diffamierten und Ausgegrenzten zählen auch Millionen Eltern und Kinder, die dem Corona-Regime, wie es die Regierung nennt, nicht folgen, die sich dem Druck zur Impfung durch 2G nicht unterwerfen, sie werden ausgegrenzt. Für diese Menschen stehe ich hier auf der Tribüne aus Solidarität, besonders mit den mutigen Eltern und Familien, die die Spaltung Deutschlands verhindern wollen und dafür auf die Straße gehen. Und eins muss festgestellt werden, die AfD steht als einzige Partei gegen die Spaltung Deutschlands für Einheit. Heute geht es um die in der Sache richtige Laufzeitverlängerung des Investitionsprogramms zur Ganztagsfinanzierung. Aber schon der erste Satz des Gesetzentwurfs liest sich wie ein Hohn. Die Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sind wichtige gesellschaftspolitische Ziele. Meine Damen und Herren, eine Repressionspädagogik hat in Deutschland Einzug gehalten in die Betreuung, in die Klassenzimmer und auch in den Gesamtbereich der Schule und Erziehung. Kinder erleiden seit 20 Monaten, dass Lehrer und Politiker darüber bestimmen, wie sie ihre fundamentalsten Rechte und Bedürfnisse wahrnehmen können. Wann darf ich frei atmen? Mit wem darf ich wann wo spielen? Und mit wem darf ich wann wo reden oder nicht? Meine Damen und Herren, Depressionen, selbstverletzendes Verhalten, Selbstmordgedanken, das sind die Folgen einer desaströsen Politik, die sich an unseren Kindern versündigt. Kinder werden entgegen aller Studien als Treiber der Pandemie dargestellt, befeuert noch vom neuen Gesundheitsminister Lauterbach. Auch die neue Familienministerin will Kinder durch Tests, Maskentragen und Kontaktbeschränkungen malträtieren. Und natürlich impfen, impfen, impfen. Die Impfung schützt vor schweren Verläufen, die es bei gesunden Kindern fast nicht gibt, meine Damen und Herren. Kinder werden also nicht vor einer für sie gefährlichen Krankheit geschützt und geimpft, sondern sie sollen geimpft werden, um vor den gefährlichen Maßnahmen der Regierung geschützt zu sein, meine Damen und Herren. Sie führen die Kinder in eine vermeintlich letzte Schlacht gegen das Virus und nehmen dabei schwerste Kollateralschäden an den Kindern in Kauf. Wie weit wollen Sie noch gehen? Die Stimmen der gepeinigten Kinder werden in diesem Hause nicht gehört. Ich möchte daher in der Vorweihnachtszeit eine zitieren. Ich habe immer mal Gedanken daran gehabt, dass ich nicht mehr kann. Aufgeben ist aber meine letzte Option. Klar gibt es immer Momente, wo es etwas besser geht. Aber gerade im Moment fühlt es sich total hoffnungslos an. Vielen Dank. Der nächste Redner für die FDP-Fraktion, Matthias Seestern-Pauli. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerinnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute geht es um ein wichtiges Thema, nämlich den Ganztagsausbau, den dazugehörigen Fristen und den Finanzen. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass die beiden zuständigen Ministerinnen heute hier bei uns vor Ort sind. Sehr geehrte Ministerin Stark-Watzinger und Spiegel, wir Freien Demokraten freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, denn gute Bildung und echte Chancen sind zentral für unsere Kinder. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir uns als Ampel in diesem Bereich so viel vorgenommen haben.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben uns aus unseren Wahlkreisen in der letzten Zeit geschrieben. Sie wünschen sich Rechtssicherheit und einfachere Verfahren, und das zu Recht. Und genau das liefern wir heute als Ampel. Wir legen ein Gesetz vor, das beides sicherstellt. Zum einen verlängern wir die Frist für die Verausgabung des sogenannten Beschleunigungstopfes um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022. Damit entsprechen wir den Wünschen von Ländern und Kommunen. Zum Zweiten, und das ist der qualitative Unterschied zum Gesetzentwurf der Union, führen wir auch die sogenannten Bonusmittel und die Basismittel zusammen. Und dieser Schritt ist richtig, denn auf diese Art und Weise vereinfachen wir Strukturen. Einfache Strukturen, das ist in der Vergangenheit immer wieder deutlich geworden, sind unglaublich wichtig, wenn wir den Ganztagsausbau zügig voranbringen wollen. Wir alle wissen, dass viele Projekte in unserem Land mittlerweile nicht mehr am Geld, sondern an bürokratischen Hürden scheitern. Und genau das, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, unterscheidet unser Gesetz von Ihrem Entwurf, das lediglich, und das ist angesprochen worden, ein Minimalvorschlag ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als FDP, SPD und Grüne erfüllen wir mit diesem Gesetz auch ein erstes Versprechen aus unserem Koalitionsvertrag, und das am ersten Tag nach der Wahl einer neuen Bundesregierung. Damit machen wir sofort einen ersten Schritt bei der Stärkung der Ganztagsbetreuung. Denn für uns Freie Demokraten ist klar, es braucht eine qualitativ hochwertige Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Nur so schaffen wir beste Chancen für unsere Kinder, und nur so stärken wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ebenso klar ist für uns, dass eine gute Ganztagsbetreuung nur im konstruktiven Miteinander von Bund, Ländern und Kommunen gelingen kann. Und deshalb bringen wir hier heute dieses Gesetz auf den Weg. Denn die Freien Demokraten und die gesamte Ampelkoalition sind verlässlicher Partner unserer Kommunen. Daher bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Gesetz. Abschließend möchte ich aber noch eins sagen. Was die Kolleginnen und Kollegen von der Union in den vergangenen Wochen, aber auch heute gemacht haben und noch machen, ist vor allem eins: unredlich. Sie inszenieren sich als vermeintlicher Wächter der Kommunen, vergessen aber dabei zu erwähnen, dass wir die notwendige Fristenanpassung ihretwegen brauchen. Und genau deshalb ist Ihr Agieren auch mehr als durchsichtig und hilft im Übrigen niemandem. Ganz im Gegenteil, Sie schaffen damit die Unsicherheit bei den Kommunen, die Sie ja angeblich vermeiden wollten. Sie haben, als Sie noch in der Verantwortung standen, nichts unternommen. Stattdessen ist Ihnen dieses Problem erst pünktlich nach der Wahl aufgefallen. Ich hoffe wirklich sehr, dass Sie in den kommenden 4 Jahren nicht mehr mit lautem Budenzauber ohne Substanz auffallen, sondern sich eher darauf konzentrieren, mit konstruktiver Oppositionspolitik sich hier einzubringen. Herzlichen Dank. Matthias Seestern-Pauli war das zum Gesetz, das die neue Koalition vorlegt zur Finanzierung von Ganztagsangeboten für Grundschulkinder. Und aufmerksam beobachtet wird das natürlich von der neuen Familienministerin Anne Spiegel hier in der Mitte mit dem blauen Blazer. Nächste Rednerin, auch ein bekanntes Gesicht mit einer neuen Funktion, Nicole Gohlke aus der Linksfraktion, wo sie seit neuestem stellvertretende Vorsitzende ist. Jetzt beschäftigen wir uns zum dritten Mal innerhalb von 3 Sitzungswochen mit 3 parlamentarischen Initiativen zum gleichen Sachverhalt. Die von der Großen Koalition festgelegte Frist für den Mittelabruf für den beschleunigten Ausbau des Ganztags soll weg. Richtig so, denn wenn wir das nicht beschließen, strafen wir letztlich die Adressatinnen und Adressaten der Leistung ab, also die Kinder. Also lassen Sie uns das beschließen und stellen Sie die finanziellen Mittel am besten gleich dauerhaft bereit. Aber dann, Kolleginnen und Kollegen, dann lassen Sie uns bitte auch mal zu den wirklichen großen Baustellen in der Bildung kommen. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit dem fehlenden Personal? Das ist ja jetzt schon knapp, und wir haben noch nicht mal den Rechtsanspruch auf Ganztag. Darüber reden Sie hier aber wenig, und davon ist übrigens auch keine Rede im Koalitionsvertrag der Ampel. Das wäre jetzt aber dringend nötig, denn wenn der Rechtsanspruch kommt, dann werden 600.000 zusätzliche Betreuungsplätze gebraucht, und dafür werden dann 35.000 zusätzliche Vollzeitstellen gebraucht. Und Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, ich frage mich,
Wie wollen Sie die denn dann einfach aus dem Hut zaubern? Ich glaube, man kann es nicht oft genug betonen. Wir brauchen dringend eine Offensive des Bundes für mehr Personal in der Bildung und mehr Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Lassen Sie, Frau Wohlke, lassen Sie eine Zwischenfrage von der Abgeordneten Dillinges zu. Frau Kollegin Gohlke, weil Sie in Ihrer Rede jetzt gesagt haben, wir hätten nicht darüber geredet. Ich hoffe, Sie haben meiner Rede zugehört, wo ich einen ganz wichtigen Punkt gesetzt habe, dass wir dort genau eine Strategie brauchen, Bund, Länder, Kommunen, Träger, alle, die damit befasst sind, an einen Tisch zu holen und gemeinsam nach einer Lösung zu streben. Sind Sie und Ihre Fraktion dann ebenso bereit, dann mitzuarbeiten, wenn es soweit ist, und uns darin behilflich zu sein? Die Frage ist doch nicht, ob wir was machen werden. Das steht schon mal fest. Die Frage ist, sind Sie soweit, uns dann darin zu unterstützen? Wie soll ich sagen? Ja, ich beantworte die Frage gerne. Ich habe in meiner Rede beide adressiert, beide antragstellenden Fraktionen, einmal die Ampelfraktionen und auch die Unionsfraktion. Bei der Unionsfraktion muss ich erstens sagen, da ist relativ wenig die Rede von der Frage, wie man an mehr Personal kommt. Da geht es tatsächlich nur um die Fristverlängerung. Das halte ich für zu kurz gesprungen. Aber bei Ihnen ist mir schon auch aufgefallen im Koalitionsvertrag, dass die Frage, wie eigentlich mehr Personal in der Bildung entsteht, und zwar wirklich ziemlich über alle Bildungsbereiche hinweg, dass diese Frage großzügig ausgeklammert wurde. Und ich glaube, das hat relativ viel damit zu tun, dass da die Frage ist, wie man das finanziert. Da hat sich ja an der Stelle die FDP durchgesetzt. Die FDP hat ja alles unter einen großen Finanzierungsvorbehalt gestellt. Und ich glaube, genau deswegen ist da eine Leerstelle. Und darauf machen wir natürlich aufmerksam. Und wenn Sie die Frage stellen, ob wir gerne weiter konstruktiv an dem Ausbau des Ganztags und an der Verwirklichung des Rechtsanspruchs mitarbeiten, dann sagen wir natürlich ja, von Herzen gerne. Machen wir auch schon seit vielen Jahren. Einen weiteren Punkt möchte ich an der Stelle dann noch machen. Wenn es um die Verteilung der Bundesmittel auf die Länder geht, dann kommt immer sofort auch in diesem Antrag der Königsteiner Schlüssel ins Spiel. Aber Kolleginnen und Kollegen, der Königsteiner Schlüssel zementiert letztlich die soziale Ungleichheit. Die soziale Spaltung in der Bildung lässt sich nur überwinden, wenn man für eine sozial gerechte Verteilung der Finanzmittel sorgt. Und deswegen brauchen wir einen bundesweiten Sozialindex und keinen Königsteiner Schlüssel. Das, liebe Ampel, das wäre ein wirkliches Aufbruchssignal. Damit könnten Sie dann auch das Jahrzehnt der Bildungschancen, das Sie ja versprechen, tatsächlich einläuten. Und im Übrigen finde ich, eine Pandemie ist nur weltweit zu besiegen. Die neue Bundesregierung sollte schleunigst die Lobbytätigkeit für die Pharmaindustrie beenden. Geben Sie endlich die Patente frei. Vielen Dank. Nicole Gohlke für die Linksfraktion hat den Königsteiner Schlüssel angesprochen, der bekanntermaßen Zuweisungen, Finanzzuweisungen oder Unterstützung auf Basis der Bevölkerungsgröße zugrunde legt. Um 11.07 Uhr geschlossen wird, will ich nur einmal kurz fragen, gibt es noch ein Mitglied des Hauses, das noch nicht gewählt hat? Dann wäre jetzt noch die Zeit dazu, das nachzuholen. Der nächste Redner für die SPD-Fraktion ist Oliver Kaczmarek. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als vor knapp 20 Jahren die damalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bullmann die Initiative ergriffen hat, mit 4 Milliarden Euro den Ganztag in den Ländern auszubauen, da hat es hier teilweise doch kritische Reaktionen gegeben. Die damalige Kultusministerin von Baden-Württemberg, Frau Schawan, hat das unschöne Wort von den Suppenküchen geprägt, die dort errichtet werden sollten. Heute stellen wir fest, etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter nutzen Ganztagsangebote, nicht in allen Ländern gleichermaßen. Aber wir sehen, das hat einen großen Schub ausgelöst. Und weil wir wissen, dass es noch viel mehr Familien gibt, die das wollen und die das auch brauchen, diese Ganztagsangebote, müssen wir jetzt einen neuen Schub in der Ganztagsoffensive auslösen, mehr Ganztagsbetreuung in Grundschulen schaffen. Und heute machen wir dazu den ersten Schritt. Und wenn wir heute über Verfahrensvereinfachungen und Entfristungen und Töpfe, die zusammengelegt werden müssen, reden, dann mag das bildungspolitisch jetzt keine so ganz anregende Formulierung sein. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das tun, weil wir schaffen damit Verlässlichkeit für die Schulträger, die ihre Investitionen unter schwierigeren Rahmenbedingungen fortsetzen können. Und wir schaffen Verlässlichkeit für die Familien, indem wir am Tag nach der Regierungsbildung sagen, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt und wir schaffen eben diese Plätze im Ganztagsbereich. Die Kommunen und die Familien können sich darauf verlassen, dass wir das machen. Und dieses Gesetz wird auch eingebettet sein in Aufbruch für Bildungschancen, den wir uns als Koalitionsfraktion vorgenommen haben. Und dieser Aufbruch wird
getragen sein von drei Grundüberzeugungen, von drei Begriffen. Fortschritt, weil Fortschritt eben für uns auch sozialer Fortschritt ist, der gleiche Chancen schafft. Aufstieg, weil wir früh gleiche Chancen schaffen wollen und weil wir da investieren wollen, wo das Geld am dringendsten benötigt wird. Und Respekt, weil wir für jeden Ausbildungsweg, für jede Lebensleistung, aber auch für die, die in dem System arbeiten, jeden Tag und das umsetzen sollen, Respekt aufbringen wollen. Und dafür haben wir uns viel vorgenommen. Und ich will drei Beispiele nennen. Das erste ist gerade schon genannt worden. Wir fangen an bei der Kita. Wir werden die hohen Investitionen in gute Kita-Gesetz nicht nur verstetigen, sondern wir werden es mit neuen Qualitätsmaßstäben zu einem neuen Gesetz entwickeln. Und natürlich, Frau Gohlke, auch im Koalitionsvertrag explizit festgelegt, versehen mit einer Offensive für Fachkräfte im Erzieherbereich. Und das ist doch ganz logisch, dass der Bund das nicht alleine machen kann, sondern dass wir das, weil das Landespersonal es mit den Ländern zusammen machen werden. Und da ist es auch gefordert, dass die Linke in den Landesregierungen, an denen sie beteiligt ist, diesen Weg mitgeht und mithilft, Fachkräfte aufzubauen. Wir wollen in neue Kitas investieren, in Erweiterungen, in mehr Qualität, zum Beispiel bei der Sprachförderung. Und das sind wichtige Punkte, auf die sich die Familien dann auch verlassen können. Zweitens, wir wollen in die Schulen investieren, die den größten sozialen Herausforderungen gegenüberstehen. Und dabei geht es uns nicht darum, dass wir deren Defizite als erstes betrachten, sondern dass wir vor allen Dingen sehen, welche Potenziale in diesen Schulen, die in schwierigen sozialen Lagen heute sind, stecken. Denn wir werden ein Startchancenprogramm machen, was sich genau an diese Potenziale richtet. Mit mehr Schulsozialarbeit, mit mehr Geld für gute Schulgebäude, mit Schulbudgets. Und wir machen das, weil wir an diese Schulen glauben, weil wir an die Lehrerinnen und Lehrer, die jeden Tag in diesen Schulen arbeiten, glauben. Und weil wir an die Schülerinnen und Schüler und ihre großen Potenziale glauben und ihnen helfen wollen, diese zu heben. Deshalb werden wir in frühe Chancen und werden wir in Chancen in Schulen mit besonderen sozialen Lagen massiv und besonders investieren, weil das gut angelegtes Geld ist. Und zum Dritten, Respekt heißt, für jeden den passenden Ausbildungsweg zu finden. Respekt und Aufstieg heißt für uns, nicht alle müssen studieren. Natürlich wollen wir das Recht auf den eigenen Ausbildungsweg verwirklichen und deswegen das BAföG auch zu einem Instrument weiterentwickeln, dass endlich auch wieder mehr jungen Menschen, insbesondere aus den Familien, wo bis jetzt noch wenige studieren, auch die Chance gibt, ein Studium aufzunehmen. Aber BAföG, Ausbildungsgarantie, berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten mit betrieblicher Ausbildung. Das sind für uns gleich wichtige Aufgaben. Wir haben uns vorgenommen, mit diesen Maßnahmen tatsächlich auch die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung nicht nur zu betonen, sondern tatsächlich auch in politisches Handeln umzusetzen. Und meine Damen und Herren, dieser Koalitionsvertrag, und das zeigen ja auch die Reaktionen aus den Verbänden, aus den Gewerkschaften, aus allen, die im Bildungswesen tätig sind, der weckt hohe Erwartungen und hat großen Optimismus ausgelöst. Und diese hohen Erwartungen, das haben wir bewusst so gewollt. Wir haben eben uns in den Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, nicht einfach irgendwie weiter so zu regieren und Bewährtes zu erhalten, sondern wir wollen diesen Bildungsaufbruch, wir wollen ihn umsetzen. Die Koalitionsparteien haben große Lust dazu, das jetzt gemeinsam umzusetzen, jetzt auch mit einer Bundesregierung, die ins Amt gesetzt worden ist. Und wir wollen vor allen Dingen Erfolg damit haben, und der Start dafür ist heute. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaczmarek. So, und Sie sehen, meine Damen und Herren, das Präsidium hat gewechselt. Jetzt ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki am Start. Und der wird jetzt auch gleich die Abstimmung zu seinen Kolleginnen da oben auf diesem Platz schließen. Aber erst hören wir noch die letzte Rednerin in dieser Debatte, Silke Launert aus der Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Manchmal glaubt man, man ist im falschen Film. Und genau dieses Gefühl hatte ich vorhin, liebe Ekin, als ich vorhin deine erste Rede hörte. Um was ging es? Also ja, es stimmt. Es ging hier zunächst um einen Antrag der Union. Und was war der Hintergrund? Wir haben Mitte letzten Jahres in der Wirtschaftskrise gesagt, wir müssen die Konjunktur ankurbeln. Und was machen wir? Wir ziehen, Rechtsanspruch auf Ganztag soll eh kommen, wir ziehen 750 Millionen Euro Beschleunigungsmittel vor, sagen, komm Kommunen, wenn ihr gleich investiert, kurbelt ihr die Wirtschaft an, investiert der Anspruch und die Gelder kommen eh. Das war das Signal. Übrigens war es genau der Wunsch von Herrn Scholz, das eben so eng zu befristen. Warum? Konjunkturpaket heißt nicht zwei Jahre planen, sondern schnell ausgeben.
Es war ambitioniert, der Zeitplan, es war von vornherein klar, aber es war machbar, das ist der Sinn und Zweck dieses Konjunkturpaketes gewesen. Die Frist läuft dieses Jahr aus. Nun haben wir seit einigen Monaten massive Verzögerungen im Bau und deshalb kam es zu dieser Verzögerung. Und deshalb der Hilferuf der Kommunen. Und wir haben ihn gehört und wir haben ihn aufgegriffen. Vor 4 Wochen beantragt eine Verlängerung der Auszahlung, also eine Verlängerung bei den Fristen zur Umsetzung dieser Investitionsmaßnahmen im Ganztagsbetreuungsbereich. Diese Beschleunigungsmittel, also wenn die nicht fertig werden bis Ende Dezember, dann soll das länger werden. Am besten ein Jahr, so wie Sie es jetzt auch beantragt haben. Was hat man gemacht? Der Antrag wurde von der neuen Mehrheit im Parlament in die Versenkung geschickt. Wir haben hier einen Gesetzesentwurf vor 3 Wochen vorgelegt. Was hat man gemacht? Man hat ihn abgelehnt. Die Kommunen haben uns angefleht. Sie brauchen Planungssicherheit. Es ist wichtig. Man hat ihn abgelehnt. Und jetzt kommen wir warum. Und deshalb bin ich im falschen Film. Nicht, weil wir die Bösen sind. Nein, das Argument war, wir machen es besser. Also ihr habt recht. Eigentlich, ihr habt recht, aber wir machen in ein paar Wochen einen eigenen Antrag und dann machen wir es besser und dann holen wir noch irgendwas mit rein. Also das ist schon unglaublich. Also faktisch heißt es, eine völlig berechtigte Sache, ein unglaublich wichtiges Anliegen. Übrigens, grüne Ministerpräsident hat es jahrelang blockiert. Man glaubt es kaum, schade, dass die ehemalige Familienministerin nicht da ist, die hätte es bestätigen können. Ja? Also ein so wichtiges Anliegen, wo die Kommunen diese Gelder brauchen, nur weil es jetzt zu Verzögerungen kommt, aufgrund der Pandemie, die Kommunen hängen zu lassen, wochenlang, zu sagen, unsere Machtdemonstration ist wichtiger wie das Anliegen. Also ganz ehrlich. Und dann ist es wieder die Union schuld. Also habe ich das Gefühl, bei der FDP und bei den Grünen, die haben noch nicht kapiert, dass sie jetzt verantwortungsvoll handeln müssen, in der Regierung sind und nicht in der Opposition. Hier ging Machtdemonstration über die Sache. Das war wirklich so, es ist eigentlich völlig lächerlich, dass Sie das nicht mal sehen. Dass Sie das nicht mal sehen, das ist das Abstruse. Noch dreister war dann das Argument, ich sage jetzt nicht, von wem es kam, ihr habt Schuld, dass wir, wer jetzt das Kanzleramt ist, hätte die Fristverlängerung blockiert. Also ich kann Ihnen sagen, die Mitarbeiter in der Arbeitsgemeinschaft sind im Dreieck gesprungen, die Kanzleramtsmitarbeiter waren informiert, die sind im Dreieck gesprungen. Ich hatte noch in der Debatte die Mitteilung gekriegt, dass es eine Lüge ist, Lüge, Lüge, Lüge. Leider habe ich zugehört und nicht auf mein Handy geguckt, sonst hätte ich das schon vor 3 Wochen klarstellen können. Also auch noch mit Unwahrheiten argumentiert. Unglaublich. So, und jetzt haben wir dieses, und völlig berechtigt, deshalb stimmen wir auch zu. Weil wir stellen nicht Parteipolitik über die Sache. Wir lassen die Kommunen nicht hängen. Das ist wichtig. Sie brauchen Planungssicherheit. Wenn wir sie locken, mit Investitionsprogrammen zu investieren, dann können wir nicht, nur weil es zu Bauverzögerungen kommt, sie hängen lassen. Deshalb werden wir das tun. Wir, bei uns steht nicht die Partei und die Machtdemonstration über die Sache. Wir wollen weiterhin an der Seite der Kommunen stehen. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Launert. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf der Drucksache 190 an den Hauptausschuss vorgeschlagen. Ich gehe davon aus, dass es keine weiteren Überweisungsvorschläge gibt. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.